Scheinen alle fort zu sein, okay. Hey Sabaton, moin moin. Alles fit? Muss mich hier erstmal wieder reinfinden. Ach, das war der Dude. Und den wollte ich außen vor lassen, weil der nicht so wirklich der Bringer ist. Sieht sehr gut aus, da können wir ja mal weitermachen gehen. Ach ja. Stelle die Rebellen, die sich in der südlichen Gebirgskette. Ich habe aber keinen Wegweiser dahin. Sprich mit Orion. Okay, also doch noch mal dahin. Hey, Avi, ich bin unsere Bücher durchgegangen und es ist kaum zu fassen, wie viel Gold wir haben. Ich glaube, wir sollten über Ausgaben nachdenken. Sehen wir uns die Karte an. Wir begeben uns nach. Ach so, nee, ich will nicht. Ich will nicht. Oh, fuck my life. Wieso kann ich sowas nicht abbrechen, wenn ich aus Versehen dorthin gehe? Das ist doch totaler Schwachsinn. Bin da mit ihrer Map noch nicht mal fertig. Ein Bezauber. Das Fest der geschmolzenen Monde dauert in Heurig Jahrzehnte. Die Feierlichkeiten sollen dafür sorgen, dass die Zwillingsmonde sich ausrichten. Zu diesem Fest gehört auch, dass sie einen Sieger der Gruben krönen. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir suchen Leute, die sich uns in Ilian anschließen, und die suchen einen Sieger. Eigentlich wollte ich sagen, wo ein Fest ist, gibt's auch was zu saufen. Nur saufen im Schädel. Kämpfen und saufen. Endlich werden meine Lieblingshobbys vereint. Zumindest zwei meiner drei Lieblingshobbys. Gehen wir. Ich will nicht wissen, was das dritte ist. Du bist gerade im Begriff, eine neue Klasse für Avianer auszuwählen. Die Klasse bestimmt, welche Fertigkeiten du in den verschiedenen Fertigkeitsbäumen erwerben kannst. Aber sie legt auch fest, welche Waffen du im Kampf führen kannst. Deine Klasse solltest du am besten entsprechend deines Spielstils auswählen. Beachte auch, dass du in Ilian jederzeit deine Klasse ändern und die Fertigkeitspunkte anders zuweisen kannst. Fühle dich also nicht zu einem eigenen Spielstil gezwungen. Du kannst während deines Abenteuers nach Belieben mit den Klassen experimentieren. Okay.
mich jetzt wenigstens wieder in die andere Welt zurück. Ich war hier. Hoffe ich. Das ist ein bisschen dumm gemacht, aber naja. Was sollte ich denn jetzt mit dem Orion dort oben besprechen? Ich habe eine Quest, dass ich mit dem sprechen soll. Aber der labert nicht. Hier ist ja Blut. Hi, na? Du kehrst zu dem gewaltigen schlafenden Drachen zurück. Er bewegt sich nicht, aber seine Stimme hallt in deinem Kopf wieder. Wecke Enk auf. Du schaust hinunter und siehst, dass das Gegenmittel des Drachenjägers entkorkt ist und dass du die hellblaue Flüssigkeit auf den Boden schüttest. Du hast das Gefühl, völlig die Kontrolle über dich zu haben, und doch weißt du nicht, was du da gerade tust. Das blaue Gegenmittel fließt in einem unnatürlichen Kreis um den Drachen und sondert einen merkwürdigen Dampf ab. Plötzlich hebt der Drache seinen riesigen Kopf. Du stolperst nach hinten. Näher. Ja, sicher. Du machst einen berauschenden Schritt. Was? Berauschenden Schritt auf das Monstrum vor dir zu. Dann noch ein. Gehorsame Aviana. Die, die Ilian entdeckt hat. Sie, die um ein Haar die Kirche des heiligen Darschil zerstört hätte. Meine Fresse. Die Scheiße, ob endlich mal vorbei wäre, ey. So. Du kannst dich nicht bewegen und fragst dich, ob du überhaupt noch atmest. Und doch kannst du sprechen. Du kennst mich. Viele tun es. Viele, oh so viele. Enk hört keine Gedanken, aber sie schmeckt sie. Viele denken leckere Gedanken über dich. Sogar jetzt schmeckt Enk deine Gedanken, deine Fragen, deine Zweifel. Tu es mir gleich. Betritt Enks Gedanken. Denke die Welt. Enk wird antworten. Enk lebt schon lange, hat schon viel gesehen. Der hohe Vater ist der Zorn. Er hat schon einmal einen Boten geschickt, der die Zerstörung Nevendars einleiten soll. Und nun tut er es wieder. Das Imperium. Wenn die Sterblichen des Imperiums alt werden, werden sie müde. Sie sehnen sich nach dem Tod, nach einem Ende. Wenn Enks Volk alt wird, klammert es sich verzweifelt an jeden Atemzug. Wir kämpfen für die, die noch jung sind. Und Enk ist alt, sehr alt. Also kämpft sie. Ilian. Es hat sich vor allem versteckt.
ist Legende geworden und wurde dann vergessen. Warum es sich dir zeigt nach all dieser Zeit, das weiß Enk nicht. Ich hoffe, ich komme dann am Ende um das Kämpfen drumrum. Weil gegen den Drachen kämpfen, ups. Ja, sie haben euren Söldnerkönig getötet und der Schleier hat eine Rebellion angezettelt, damit er in diesem Chaos die Macht ergreifen kann. Diese Gelegenheit hat Enk genutzt. Der Schleier muss aufgehalten werden. Sie sind gefährlicher als alles andere. Irgendwo muss das Ende anfangen. Beginnen wir mit der Kehle dessen, der Enk hier gefangen hält. Oh Gott sei Dank. Töte Onfroy den Drachenjäger. Nee, falsch.